Die regierende Sozialistische Partei Venezuelas hat bei den Regionalwahlen am Sonntag ihren Vorsprung gegenüber der Opposition deutlich ausgebaut. In 20 der 23 Staaten setzen sich die Kandidaten der Vereinten Sozialistischen Partei PSUV durch. Für Aufsehen sorgte am Wahlabend vor allem der Sieg der sozialistischen Kandidaten über die bisherigen Oppositionsregierungen in den Bundesstaaten Táchira und Zulia. Auch Carabobo und Nueva Esparta fielen an die PSUV, während sich der oppositionelle Gouverneur des besonders umkämpften Staates Miranda, Enrique Capriles, entgegen zahlreicher Umfragen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Elias Jaua durchsetzte. Dessen Niederlage ist ein schwerer Verlust für die Sozialistische Partei, die mit dem Slogan »Miranda zurückerobern« angetreten war und sich bis zuletzt äußerst siegessicher gezeigt hatte. Capriles Sieg wäre tatsächlich von landesweiter Bedeutung, sollte Präsident Chávez aufgrund seiner Erkrankung das höchste Staatsamt nicht weiter ausüben können. In diesem Fall müssten binnen eines Monats Neuwahlen angesetzt werden. Die Erkrankung des Präsidenten hatte die Regionalwahlen deutlich überschattet. Führende Akteure hatten vor der Abstimmung wiederholt den Führungsanspruch des 58-Jährigen bekräftigt, der sich in Kuba von einer schweren Krebsoperation erholt. Noch am Wahltag hatte der Generalmajor Wilmar Barrientos, einer der einflussreichsten Militärs des Landes, Chávez als unangefochtenen politischen Anführer bezeichnet. Dies hätte das Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahl erneut gezeigt, so Barrientos nach seiner Stimmabgabe im Verwaltungsbezirk Sucre nahe Caracas. Der inzwischen vierte operative Eingriff bei Chávez wirft dennoch die Frage nach der mittel- und langfristigen Perspektive des politischen und sozialen Reformprozesses in Venezuela auf. Die Nachricht einer erneuten Operation hat in Basisbewegungen in Venezuela viele Debatten ausgelöst, sagte Jesus Blanco, Mitbegründer der lokalen Fernsehstation TV Caricuao, gegenüber Weltnetz TV. Es sei vor allem deutlich geworden, dass politische Nachwuchskräfte ausgebildet werden müssen, die in Zukunft Führungsposten übernehmen können, so Blanco. Allerdings habe die Erkrankung des Präsidenten auch die Einheit der Regierungskräfte deutlich gestärkt, so der Basisaktivist, der eine mögliche politische Nachfolge durch den aktuellen Vizepräsidenten Nicolas Maduro kritisch sieht. Der ehemalige Gewerkschafter Maduro habe durch seine vormalige Tätigkeit als Außenminister weniger Kenntnisse von der Realität im Land selbst. Ein Abtritt von Chávez würde in jedem Fall den Transformationsprozess schwächen, sagte der Basisaktivist.